Oh, ich sehe aus wie Ausrüsten. 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 Guck mal, ist doch komisch. Beinling? 98? 58. Verstehe ich nicht. Helm. Ein grünes Hemd. Jetzt habe ich ein Feuer angehabt. Was war das denn? Feuer. Jagdhandschuhe. Und die natürlich auch wieder besser. Auch wenn die auch ein bisschen leicht kaputt sind. Lederdingsbums. Natürlich. Was soll ich das machen? Ah, ist aber kaputten. Oder ist doch, dass es kaputt ist, oder? Nacken. So. Gut. Kein Schwert mehr. Okay, aber erstmal wollen wir was essen. Lecker. Okay, das habe ich. Wie viel habe ich denn? Satt halt 55. Komm, können wir nochmal. Ah ne, können wir nichts mehr essen. Schade. Okay. Müller. Wo sind Sie, Müller? Müllermann. Bestimmt draußen. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Aktionen, die wir ausführen können, ja. Wir haben einmal, jetzt hier unterhalte ich mit Müller Peschek. Dann da einmal nach Herrn Ratzig. Was ist das für Dinger? Ach, Questgeber, das sind Questgeber, die Sterne. Okay. Und hier haben wir erstmal nichts. Also haben wir wirklich erstmal hier unten zu tun. Gut, Herr Müller. Müller. Ich rede mit Ihnen. Ich bin Heinrich. Danke, dass dich du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Na schön, worum geht es? Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Vergiss es. Ich bezweifle, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin. Ich will nicht, dass sie mein Gewissen belastet oder meinen Ruf. Frag einen anderen. Wie du willst. Das war deine Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Glaub ja nicht, du kannst dich da rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Oh oh. Wirst sehen. Dann viel Glück. Okay. Ja, aber die möchte ich ja nicht annehmen eigentlich. Die finde ich nicht gut. Diese
Arbeit, die er mir geben möchte. Weil irgendwas mit bösen Sachen machen, das möchte ich eigentlich nicht. Nö. Aber wiederum... Ist das eine Leiche? Nee, doch nicht. Aber wiederum... Ich muss es vielleicht sogar machen, oder? Ich weiß es echt nicht, ey. Ich dachte, ihr könnt jetzt baden, ey. Bin jetzt extra so reingesprungen. Ich denke so, yo, jetzt bade ich. Schade. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde ja sagen, wir gehen mal hier hoch, oder? Warte mal. Vorbild verlassen, Marker setzen. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke, dass wir das vielleicht erstmal machen. Uns halt ein paar Aufgaben holen. Na, es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Ich komme mich da nicht durch. Ah, da geht halt mal das lang. Oh ne, klauen wollen wir jetzt nicht. Einmal geklaut, das reicht. Wir müssen jetzt nicht immer wieder klauen. Mal kurz was essen. Lebt das Schwein noch? Hallo? Ich glaube schon. Sieht aber schön aus, muss ich sagen, hier. Da oben ist, da thront die Burg. Wer bist du denn? Ein Bürger. Hallo, Bürger. Und einmal kurz waschen. Damit ich auch wieder ein bisschen besser aussehe. Oh, der Haar, der Haar. Das ist doch kein Pferd dabei, das stört mich, ne? Aber vielleicht kriegt man auch so ein Pferd ja noch irgendwann. Gucken. Ah, guck mal, jetzt gehen langsam die Wolken weg. Sehr gut. Oh, ich bin so schlapp. Das sieht schon geil aus. Das ist eine große Anlage an Burg. Nicht schlecht. So, wollen wir mal gucken, was das für eine Aufgabe gleich hier ist. Ich habe so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich habe noch kein Schwert, ne? Ich habe keine Waffe. Ich kann mich jetzt nur mit Fäusten behaupten. Aber wie gesagt, im Moment sieht es ja ziemlich friedlich aus. Und auch die Musik ist ja ziemlich friedlich. Also ich bezweifle, dass jetzt auf einmal hier, ey, wer bist du denn? Komm her, ich mach dich fertig. Das glaube ich ja weniger. Gehe ich jetzt komplett in ein neues Dorf? Jetzt da unten erst die Aufgabe? Das war jetzt eigentlich nicht so mein Plan. Oh, jetzt aber auf jeden Fall eine große... Nee, ein Felder. Ich dachte schon, das wären Straßen. Das sind Felder. Und das sind die ersten, wie nannte man sie, Vogelscheuchten. Ja. Da! Ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage auch noch immer noch Vogelscheuchen? Also so richtige, so wie man so aus dem Film kennt. Ledetschko! Ich bin jetzt in Ledetschko. Cool. Hätte ich bestimmt sowieso mal irgendwann hingewusst. Aber warum nicht hinlaufen? Hier muss es auf jeden Fall eine Aufgabe für mich geben. Gott sei mit dir. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird.
Das kann nicht sein. Hexerei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Ja, fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, das soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Ja, ich mach's. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Das ist ja kein Problem. Aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Okay. Reparatur. Repariert ja alles. Muss Gott über dich wachen. Was kostet doch alles? Das kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt, Nee. Ich hab sowieso noch kein Geld, ey. Okay, wo ist denn dieser berechtigte Aufgabe? Da? Nee. What? Alter. Ich brauche eigentlich ein Pferd, ne? Das wäre mal nicht schlecht. Ich kann nicht den ganzen Weg jetzt laufen, ey. Alter, das war jetzt schon ein guter Marsch. Jetzt nochmal den ganzen Scheiß laufen? Nee, das kann ich vergessen, ey. Ach, das dann geht jetzt schnelle Reise? Huh. Ach, ohne Pferd. Okay, gut zu wissen. Hallo. Ja, ich brauche erstmal eigentlich ein Pferd, aber wie bekommt man jetzt noch ein Pferd? Das wäre mir echt mehr als gut zu wissen. Ich glaube, wir machen erstmal Herrn Ratzig, die Hauptquest sozusagen. Vielleicht kriege ich ein Pferd auch von dem oder so. Weil eine Burg, Pferde, müsste es ja eigentlich geben. Regnet's? Ja, es regnet. Okay, dann werden wir erstmal zur Burgbucht laufen. Warte mal, wo ist denn der richtige Weg? Ich glaube hier lang, ne? Okay. Herr Ratzig, ich komme. Ich habe bestimmt auch schon mitbekommen, dass ich versucht habe, alleine meine Eltern zu begraben. Er kriegt ja wieder einen Föhn, ey. Junge, mach so einen Scheiß nicht. Noch bin ich dein Chef. Oder mein Herr. Ja, ich keine Pferde, Alter. Das ist doch mal... Das ist Betrug. Ich will aber ein Pferd. Aha. Aktiv. Da ist der Questgeber. Und das ist begib dich nach Dings. Okay, das war das. Dann habe ich natürlich dann noch die Aufgabe. Ah, ich habe ein paar gute Aufgaben gerade. Die werden wir natürlich auch versuchen, natürlich alle zu machen. Aber wie gesagt, erstmal wäre halt gut, ein Pferd zu haben. Vielleicht eine Waffe zu haben. Aber wie gesagt, kommt alles ins Spiel. Das ist jetzt auch nicht ein Spiel, was innerhalb von der nächsten 3-4 Stunden zu Ende gespielt ist. Also ich glaube, das ist doch ein etwas größeres Spiel. Und ja, wir werden es einfach uns anschauen. Ja, ich habe eigentlich schnell auch so Ort für das Dings erhalten hier. Rattei. Das ist Rattei. Ja, die Namen muss ich mir auch noch merken. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Galitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Das ist aber scheiße, Alter. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon.
Danke. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Danke. Hier ist das Lager.